You serious? Hallöchen. Ist eine Weile her. Need for Speed Most Wanted. Ich habe mir gerade mal ein paar Minuten genommen, um alles durchzugucken, wo wir waren, wie die Steuerung funktioniert. Bin gar nichts mehr gewohnt. Wir waren beim Baron. Den machen wir jetzt einfach mal. Soll ja da weitermachen, wo er aufgehört hat. Also, sag mal bei Muskelkater oder Kater generell. Also nicht bei Katzen, sondern bei Alkoholkater. Empfiehlt sich bei einem Let's Play natürlich auch, ne? Bin jetzt mal gespannt. Bin jetzt auf der neuen Grafikkarte auch. Erste Aufnahme im neuen Rechner von Most Wanted. Aufgenommen in 1440. Ist aufgefallen, dass YouTube die Qualität ein bisschen weniger reduziert, wenn man ein 1440er Video auf ein 1080 runter transformiert. Bei der Aufnahme. Sind Dateien natürlich erheblich größer. Aber ist ja nicht mein Problem. Ich lade es ja nur hoch. Steuerung ist ziemlich schwammig. Ist aber, glaube ich, normal für Most Wanted. Die Außen sind ultrasensibel. Also ich bewege den Knüppel da wirklich gerade so einen Millimeter. Aber das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Müssen sie ein bisschen sputen. Oh, es wird eng. Okay, hat doch noch gereicht, weil wir früher im Ziel waren. Warum nicht? Huch, ein Polizeiauto dabei. Ich habe mal probiert, den Motion Blur auszumachen. Und der ist tatsächlich aus. Das, was jetzt noch drin ist, ist einfach von der Engine, ja? Ich gehe davon aus, dass YouTube das nicht mag. Weil Pixel halt oft verschwommen sind. Also nicht der Pixel selber. Ein einzelner Pixel kann nicht verschwommen sein. Ist technisch nicht möglich. Aber sind halt gewisse Artefakte drin. Bei mir ist aufgefallen, wenn ich was anderes mache, wie Far Cry oder irgendeinen Shooter oder jetzt auch Long Dark, habe ich diese Artefakte nicht in der Aufnahme. Also scheint wirklich so ein Most Wanted Ding zu sein. Wird vielleicht auch helfen, wenn ich in Third Person fahre. Also quasi, dass man das Auto sieht. Liegt mir aber in Most Wanted überhaupt nicht, weil es so schwammig ist. War knapp mit der Ecke, wa? Da höre ich einen Brummen. Steht einfach mal ein Taxi geparkt. Warum nicht? Kann man mal machen. Taxis dürfen sowas. Natürlich nicht. Man könnte es meinen, so wie manche fahren. Spricht mich jetzt nichts wirklich an, muss ich sagen. Crackrennen ist immer schwierig, ist Kryptonit mit unserem Auto. Also, wer es nicht kennt, Kryptonit. Es sind die grünen Steine, die quasi der Schwachpunkt von Superman. Wenn jemand von einem Kryptonit spricht, dann meint er damit so. Das Huch. Okay, einfach mal mit Autos um sich werfen. kommt der 190 E geflogen. Quasi wie Vampir für Vampir, genau wie Knoblauch für Vampir oder sowas.
Oder die Erdnussbutter am Spieß für den Erdnussallergiker. Gab's bei den Amis mal eine Schlagzeile. Ich sollte nicht lachen über sowas. Gab's bei den Amis mal eine Schlagzeile, wo jemand Handbandagen angezogen hat und hat die in Erdnussbutter reingestampft und hat dann die Nachbarn verhauen. War allergisch gegen Erdnüsse. Es ist schon sehr kreativ. Heute lassen wir keine Laterne unberührt. Es flotten der Weg, damit sieht es. Ich meine, unser Auto ist jetzt nicht das leistungsstärkste, rein von der Power her im Anzug. Aktuell noch sehr handlinglastig. Wird sich noch ändern. Wenn ich denke, dass wir da Bedarf haben, dann knüppeln wir das natürlich auf. Aber ich mag eigentlich Autos, die für Handling optimiert sind. Sagen wir es mal so. Huch, da wäre eine Abkürzung gewesen. Wollte ich die Handbremse drücken. Ich spiele im Moment viel Forza Horizon. Da habe ich die Handbremse auf, was ist das, L1 liegen. Wollte ich jetzt gerade drücken für die Handbremse. Da wird schon wieder brummen, wir müssen ein bisschen Gas geben. Da lacht die Atomsonne wieder. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Auch in Real Life, jahreszeitenbedingt. Weil ich persönlich bin eben Wintermensch. Ich freue mich auch, dass mal wieder kalt wird. Ich würde mich auch über Schnee an Weihnachten freuen. Nicht wieder zu April, wenn die Motorradsaison anfängt. Das war knapp, ne? Ich habe gedacht, ich blockiere den Netz, der versucht sich durch die Lücke zu drücken. Schniegen wir uns. Huch, da ist das Auto doch ein bisschen breiter. Schniegen wir uns hier mal rum. Ach, guck mal, das. Der Hiding-Spot neben dem Laster. Habe ich ihn echt auch mal gemacht, keine Ahnung, ob ich es mal erzählt habe. Habe ich einen Polizeibus aufgeblendet und gehupt, weil die nachts mit Nebelscheinwerfern rumgefahren sind. Habe ich mich ein bisschen echauffiert, weil ich basically blind war. Und als ich dann so wütend aufgeblendet habe, war der Polizeischriftzug auf der Haube zu sehen und direkt Blaulicht und dann war ich in der Nähe von so einer Busstation, wo so ganz viele Busse geparkt sind, dann sind wir abgehauen. Haben uns da zwischen den Bussen gestellt, Auto ausgemacht, Lichter aus und dann sind da vorbeigedonnert. Soll man nicht machen. Geht nicht immer gut aus. Da ich aber aufgeblendet habe, gefährlich dann angelassen habe, war ich mir ziemlich sicher, dass sie meine Mundschild nicht haben. Von daher alles gut. Auto braucht dringend eine Frittentheke. So ein Spoiler. Wir müssen mal gucken, ob wir nach dem Baron was kriegen. Wir haben ja echt ein Bedürfnis. Auch nicht die Handbremse, das war der Speedbreaker. Mit aller guten Dingen sind drei. Dann kann es jetzt eigentlich nur noch der andere Knopf sein, R1. Einfach mal alles vergessen.
Let's Play anfangen, ein halbes Jahr nichts mehr hochladen. War aber auch stressig. Wird auch wieder stressig werden, ab dem 1. Aber bis zum 1. habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit. Mein Arbeitgeber hat mich netterweise zwangsbeurlaubt. In Anführungszeichen netterweise. Hat sich nicht so sehr über die Kündigung gefreut. Noch Arbeitgeber, noch 3 Tage. Ich glaube, Höchstgeschwindigkeit wird auch langsam ein Problem mit dem Ding. Wenn ich das recht in Erinnerung habe, macht er irgendwo bei 297, 300. Wenn er zumacht. Huch. Zu meiner Verteidigung. Das ist so ein bisschen Input-Lag. Aber wenn man was drückt, dann dauert es irgendwie so eine halbe Sekunde, bis man wieder was drücken kann. Und wenn man dann quasi nur bestätigen drückt und gleich links, dann funktioniert es nicht. Was ist jetzt gerade passiert? 3 Mal. Okay. Das war unnötig aggressiv. Immer die Audi-Fahrer. Ja, aber ich glaube, das wird ein Problem werden. Weil auch in der Blacklist werden die Autos jetzt exotischer. Damit meine ich Sachen wie Ferraris und sowas. Und die haben für gewöhnlich eine höhere Höchstgeschwindigkeit. Auch von der Getriebeübersetzung, ne? Gerade in Kombination mit Trackrennen, was eh nicht unsere Königsdisziplin ist, hilft es nicht. Der Audi hat einen interessanten Fahrstil, nennen wir es mal so, dann schubst er uns an. Mich kurz das Leben vor ihr nach dem Auge vorbeiziehen sehen. War ein ziemlich trauriger Kurzfilm. Nutzen das mal. Das Momentum und setzen uns mal ein bisschen ab. Und auf der Minimap hat sich der Nissan Silvia gerade gedreht. Warum auch immer. Wir müssen ein bisschen aufpassen, aber wir müssen uns dann ein bisschen Nitro aufsparen wegen dem Rubberbanding. Ich gehe davon aus, sie werden irgendwann letzte Runde nochmal geflogen kommen. Das Game hat. Es war aber auch knapp. Es war purer Zufall gerade. Wird da nicht rein sind. Das Game hat ziemlich starkes Rubberbanding. Gibt Rennen, die sind wortwörtlich unmöglich zu gewinnen. Ich glaube, der Baron hat sogar so eins. Der hat, glaube ich, das 1. oder das 2., ich bin mir nicht sicher, hat den Drag-Rennen. Und das ist nicht machbar mit dem Auto. Mit einem Chunkman Golf ist es doable. semi-consistent, wenn man ein Speedrunner ist und das Game on a daily base spielt. Mit unserem Auto haben wir da gar keine Chance. Aber wir müssen mal gucken. Vielleicht haben wir Glück und der Siegbert Schnöselbaron fährt irgendwo rein. Wenn ich probiere mal es halt ein paar Mal. Wir haben ja Zeit. Ich stress mich auch nicht mehr mit Folgenlänge und sonst was, weil man kann es eh keinem recht machen. Ist auch gar nicht negativ gemeint, jeder hat natürlich andere Präferenzen, aber ist halt schwierig, ne? Gerade zu Games, die nicht super viel Content haben. Long Dark ist eins davon, ja, wenn ich Inventar sortiere, dann die Folge fertig mache.
kommen sich die Leute verarscht vor. Weiß kommt drauf an, wenn man so ein Teilzeitautist ist wie ich, dann ist auch das ziemlich satisfying. Aber ich nehme einfach so lange auf, wie es dauert. Wenn es 30 Minuten dauert, ist gut. Wenn es 50 dauert, auch nicht schlimm. Dann gucken wir mal. Wer möchte, kann es ja auch zweimal gucken oder gar nicht. Ist natürlich auch immer eine Option. Guck mal, unten auf der Minimap kommt er jetzt angeflogen. So, die Rennen haben wir. Jetzt brauchen wir Meilensteine. Wir machen zuerst die Blitzer wie immer. 225 habe ich, glaube ich, gerade gelesen. Könnt ihr auch erst lesen, dann draufdrücken. Ja, genau. Passt ja. 175 sollte auch kein Problem sein. Die würde ich auch mit meinem Auto noch schaffen. Auf der Strecke. Also mit meinem echten Auto. So ein Cobalt würde ich nicht fahren wollen. Den willst du, glaube ich, in der heutigen Zeit nicht mehr tanken. Generell solche Autos. Alte getunte Autos, Turbolader, Hubraum vergrößert, wie auch immer. Nicht ungewöhnlich, dass sie irgendwo zwischen 14 und 20 Liter laufen. Big Block Motor natürlich entsprechend höher. Ich hatte es beim Arbeitgeber schon. Ich speichere mal ganz kurz, bevor wir weitermachen, weil das Game hat eine Tendenz abzustürzen in Verfolgungsjagden. Hatte ich beim alten Arbeitgeber schon, wenn man dann morgens auf die Arbeit fährt und weiß genau, ich zahle jetzt 20 Euro an Benzinkosten, nur damit ich auf die Arbeit fahre. Für Arbeit, die ich auch von zu Hause aus machen kann. Und wenn es dann keine 20 sind, sondern 50, weil die Kiste irgendwie 20 Liter frisst, ist jetzt wenig geil. Ist überhaupt nicht meins. Ich wollte gerade mal ausprobieren, ob die Kamera geht für Verfolgungsjagden, damit wir mehr sehen, aber werde ich seekrank mit dem Control-Scheme. Wir müssen 5 Minuten Verfolgungsjagd machen, Sachschaden, 4 Straßen sperren und das ist Kopfgeld, das ist Bounty Kopfwert, ja. Ich denke, die ersten 3 machen wir, die 4 Straßen sperren sind optimistisch für Stufe 2, wir brauchen aber auch nicht viel. Huch, kann die mitgenommen. Wir hatten das keine Unfallflucht. Wir brauchen eine Unfallflucht, ne? Immer noch nicht. Immer noch nicht. Okay, das hat jetzt gezeigt. So, man sieht es unten links, poppt es gerade auf. Wir haben 3 gerammt. Sammeln wir natürlich auch, gibt alles Kopfgeld. Da ist noch einer für die Sammlung 4. Schlängen wir uns mal durch.
So, wir machen mal ein bisschen langsam, damit wir die nicht alle verlieren. So, Nummer 6. Guck mal, eine Straßensperre. 8. Na, guck mal, Sachschaden haben wir schon. 10 wird, glaube ich, von alleine kommen. Kopfgeld haben wir auch. Dann drehen wir nochmal eine Runde, damit wir 5 Minuten haben. Und dann gucken wir mal, ob wir Siegbert Schnösel aufmischen können mit seinem Porsche. Das Ding hat Power ohne Ende. Läuft auch, glaube ich, 340 oder sowas, was der fährt. Ich mache mir jetzt im Rennen weniger Sorgen. Die Viertelmeile ist halt nicht unseres. Da wollten wir den an der Wand zerdrücken, hat nicht geklappt. Hat sich rausgedreht. Ach, geht doch, jetzt ist er weg. Wenn es denn der war, habe ich jetzt einfach mal vermutet. So, noch knapp eine Minute. Würde ich ihn echt auch mal gern machen. Ist auch, glaube ich, gar nicht so wild. Die wenigsten Polizisten können wirklich fahren. Also generell wenig Leute können fahren. Merkt man auch auf der Rennstrecke. Vor allem sind es meistens die Poser mit ihren CLA AMG-Line-Autos oder wie auch immer, in ihren aufgeklebten S-Badges auf den Audis. Das sind oft die Poser. 300.000 Euro Porsche. Dann kommt irgend so ein Dude in einem abgeranzten Honda Civic, die Stoßstange mit Klebeband festgeklebt ist, und der macht die dann nass auf der Strecke. $293 ist es. Ist nicht so viel. Bisschen mehr wäre das so schon. Okay, der hat überlebt. Bisschen mehr wäre schon wünschenswert. Vielleicht kriegen wir den durch die Tankstelle. Na verdammt, der kommt mit. Dann müssen wir durch die Zapfsäule fahren. Gut. So, jetzt warten wir, bis es abgelaufen ist und gehen in. Okay, wir haben Besuch. Dann Plan B. Fahren wir eine Ecke weiter ins Stadion. Übrigens super interessante Architektur, weil ich gerade die Häuser gesehen habe am Anfang. Eigentlich eine coole Stadt. Würde ich auch leben. Schön da. So, wir fahren mal rechts rum, damit wir Line of Sight verlieren, das reicht uns vielleicht. So, jetzt dürfen wir hier nicht langsam machen, sonst sieht er uns. Hat ja super geklappt. Na, guck mal, reicht doch aber. Sehr gut, als wäre es geplant gewesen. Dann machen wir das doch mal. Lassen wir den Baron nicht warten. Siegbert van Schnösel, here we come.
Sollte eigentlich nicht passieren. Eigentlich fährt er einfach nur drunter durch. Schön. Ich glaube, die Cutscenes sind in Game Engine gemacht. Also nicht pre-rendered. Kann sein, dass durch die Spoiler-Mods, also die Heckflügel, sich die Hitbox ein bisschen verändert hat vom Spoiler und dann passt er nicht mehr unterm Laster durch. Noch ist er ganz gut dabei, der Baron. Nehmen wir hier mal die Abkürzung. Ich habe gedacht, wir können durchfahren. Gibt es noch einen zweiten Sprung, wo man durch kann, geradeaus dann? Dachte, es wäre offen. Ich glaube, das ist im Sack. Der kommt nicht mehr. Ich beschwere mich nicht. Nehmen wir mit. Aber hätte ich mehr Widerstand erwartet vom Baron. Erinnert mich immer ein bisschen an den Antagonisten aus Too Fast, Too Furious. Der Baron da. So. Das wird hart werden. Wir probieren mal was. Wir müssen den irgendwie zum Crashen bringen. Er wird schneller als wir und hat noch Rubberbanding ohne Ende. Das war zu spät. Müssen wir nochmal probieren. Wäre gut, wenn wir den aufs Dach kriegen oder sowas. Wir probieren es nochmal. Oh, das sieht gut aus. Oh ja, spot on. Er hat sich noch bewegt. Ich denke trotzdem nicht, dass der nochmal kommt. Wir fahren mal gemütlich, damit wir unser Auto nicht kaputt machen. Der hat ja bei rundes Fliegen gelernt. Guck mal, das war er schon. Kriegen wir denn? Fahrwerk haben wir schon. Und das Auto nehmen wir auch. Dann nehmen wir noch zwei optische Upgrades. Für den Fall, dass wir es irgendwo mal brauchen. Und das ist unser nächster Gegner. Der Rubberband Earl. Er hat seinen Namen nicht ohne Grund. Er ist ein Fan von japanischen Importautos und nimmt es mit Vorliebe mit Big Blocks auf, also bezogen auf die Motoren, auf Muscle Cars, Big Block Motoren. Ist, glaube ich, bei den Amis, oder war, glaube ich, bei den Amis immer so eine Riesendiskussion. Große Hubraummaschinen, V8, 5 Liter und kleine Vierzylinder. Ist, glaube ich, eine Anspielung auf das.
Was gerade bei den Amis keinen Sinn macht, weil... Wenn du nicht einen Berg hochkletterst, bringt dir Hubraum gar nicht mal so viel. Die Amis sind eigentlich ziemlich flach. Also nicht zwingend die Frauen, sondern von der Geografie her. Und das war's. Dann gucken wir mal, was der Earl noch hat an Zeug. Und dann mache ich einen Cut. Das müsste eine halbe Stunde oder so was gewesen sein. Sind wir perfekt in der Zeit drin. Genau ist es auch. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Tschüssi.